meine Damen und Herren, herzlich willkommen im ICE auf der Fahrt nach Berlin Ostbahnhof. Ja, ich bin jetzt auf dem Istanbul Flughafen und das Lustige ist, bei der Buchung des Fluges wieder Mist gebaut und wir müssen jetzt den Flughafen wechseln. Der andere Flughafen ist aber 86 Kilometer weit weg und jetzt wird es richtig fotzeneng, Entschuldigung für das Wort, ob wir da den Flughafen überhaupt schaffen. Erstmal Bus suchen und so weiter, Geld tauschen, was ich nun gar nicht machen wollte, die Lira. Und dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Bilder einfange über Istanbul, wenn wir mit dem Bus fahren. Und jetzt mache ich mal einen kurzen Kameraschwenk rum. Und dann kann man auch kurz den Flughafen Istanbul sehen. So passiert das auf meinen Reisen. Es geht immer was schief. Istanbuler Flughafen, es ist mitten in der Nacht. Ist inzwischen schon der zweite Flughafen, den wir angesteuert haben, weil beim ersten Flughafen hat es mit unserem Abflug nicht geklappt, weil da gab es den Flug nicht. Und jetzt sind wir im zweiten Flughafen, haben den Flug natürlich verpasst, habe jetzt einen neuen Flug gebucht und jetzt warten wir und haben Zeit. Ich nutze die Zeit für euch und werde hier noch ein paar Eindrücke vom Istanbuler Hauptflughafen aufnehmen. Attention please. For your health, always wear your face mask and keep your social distance.
So, auch mein Werbewahrzeichen, damit ihr seht, ich bin tatsächlich auf den Istanbuler Flughafen, wie überall. Shopping Malls, glitzernde Lichter. Ich meine, die Aufmachung ist genial. Muss nicht immer großartig was zu sagen. Und wie überall, ja, gepfefferte Preise ohne Ende. So, eine Schachtel pro Kekse hier, 10 Euro, dazu mal eine Keksschachtel, ein kleines Gläschen Kekse, 6,90, wirkt größer, weil ich so dicht dran bin, ist wirklich sehr, sehr klein, also ist wirklich ein sehr teurer Flughafen. Oh, muss man Maske aufsetzen. Der geht die ganze Zeit ab. Ja, auch Lego. Wow, nur 300 Euro. Mal wieder. Alles super preisgünstig hier. We'll be right back.
Ja, ihr seht, der Flughafen ist extrem groß. Ich bin jetzt nicht mal ein Zehntel abgegangen, aber ich mache jetzt mal Schluss. Fällt ja ein bisschen immer negativ aus, wenn ich meine Maske runterziehe und hier laut spreche. Schneide euch alles ein bisschen nett zusammen und melde mich irgendwann wieder mit aktuellen Videos, allerdings erst in 4 Wochen. Bye bye und bleibt getreu.